Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2. Und wir wollen jetzt erstmal kurz hier hin und die Funkrelais installieren. Setze Kurs auf Sektor 10, die östliche USA. Weil das haben wir ja auch noch nicht beendet. Das dauert 3 Tage. Raum ansehen. So, wir haben auf jeden Fall einen neuen Raum mit Energie. Wir wollen Anzahl Region, genau. Das müssten wir eigentlich bauen. Aber doch, komm, das machen wir auch. Vorrichtung 110, das passt. Bau der Widerstand-Kommunikationseinrichtung eingeleitet. Okay. Der baut hier die Schattenkammer. In 2 Tagen ist es auch entfernt. Und wieder zurückgehen. So. Wir machen jetzt noch 2 Tage fertig. Eins. Raum ansehen. Und. Ja, machen wir hier nochmal ein Relais. Brauchen wir einfach. In 7, 6 und in 2 Tagen. So, haben noch eine Energie. So, wir haben 144 Einnahmen. Ersatzteile, was diesen Bonus erhalten. Okay. Dann gehen wir. Mich würde ja das hier interessieren, aber wie kommt man da hin? Bestimmt hier rum. Was können wir noch machen? Ich überlege gerade. Ach ja, zum Schwarzmarkt wollte ich noch. Avenger berechnet neuen Kurs. So, dann wollen wir mal gucken. Der Markt ist offen. Was haben wir denn so in Massen? Aber nicht wirklich. Ja, ich kann mal. Machen wir es reduzieren. Gesichtslosen, irgendwelche Bauteile. Giftgeschosse. Ja, wirklich viel zu verkaufen haben wir eigentlich nicht, obwohl wir schon so viele Viper und Co. gekillt haben. Ja. Ja gut. Dann wollen wir zurück. Gucken, was es so zu kaufen gibt. 70 Informationen will ich nicht, ne? Ein Ingenieur könnten wir hier doch holen, ne? Na, irgendwie ist nichts dabei, was mich interessiert. Irgendwas wollte ich noch machen. Ich habe echt gerade keine Ahnung. Kontakt herstellen können wir hier noch nicht. Weil. Ach doch, okay. Machen wir einfach. Wir haben unsere Einrichtung. Bauer oder Verbesserer. Na gut, können wir nicht. Okay. Dann habe ich aber noch einen Kommentar erhalten. Das wollen wir mal kurz machen. Ich könnte meine Waffen verbessern. Es ist gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Hey, Commander. Projekt wählen. Feldmedizin, Blutskriptprotokoll, Schädelstecker, Munition, Granate, Rüstung. Kommen wir mal in die Rüstung. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. So. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. War das hier? Da habe ich genug Vorräte. Ich kann leider kein Gauss-Gewehr holen oder keine Magnetkanone. Nee. Kaigen scheint die Angewohnheit zu haben, an der Narbe auf seinem Kopf zu kratzen. Hat denn jemand nachgesehen, ob der Chip wirklich weg ist? Commander,
Nach der Errichtung dieser Schattenkammer sollten wir die von uns geborgenen Alien-Artefakte und Daten besser analysieren können. Marina Kozlova. Gehen wir mal hier in Kommunikation. Leider geht's nicht. Gucken wir mal hier. Auch nicht. Nee. Ja, es ist um einen Tag fertig. Ja, passt schon. So, dann wollen wir mal. Alien-Legierung oder Beutezug? Gehen wir mal hier hin. Wir wollen ja noch mal gucken, dass wir was dazu kriegen. Oder, Edward hat eines unserer Widerstandsverstecke entdeckt. Sie bereiten einen Vergeltungsschlag gegen unschuldige Zivilisten vor. Los geht's. Und auf geht's. Setze Kurs auf die östliche USA. Vielleicht geht er dann auch hier ein Punkt von denen nochmal weg. Wäre natürlich geil. Entschuldigung. So, wir nehmen mit Falco zu Falkenstein. Wir nehmen mit einen Scharfschützen. Ich überlege gerade. Timex, zwei davon. Eigentlich kein Ranger dabei. Wir gönnen Falco zu Falkenstein eine Pause auf jeden Fall. Erstmal kurz. Ups, nein. So. So, ja. Moin. Genau, da rein. Nochmal. Nee. Entfernen wir. Ich möchte... Ach, er fällt aus. Nee. Ja, aber Penya auch mitnehmen. Oder doch, Spezialisten, einen zweiten. Na, kommt lieber Penya mit. Bearbeiten wir. Ausrüstung. Splitterkanone, was hat er hier? Ja, nehmen wir die hier. Und Giftgeschosse. Können wir bei den anderen vielleicht noch was einsetzen. Und was schnell fertig machen hier. Heilt, wir können es noch nicht. Können wir da noch was mitnehmen? Nee. Gut, dann starten wir den Einsatz. Wir wollen Schädelstecker bei ihm. Nee. Suchgeschosse, Zielsicherheit. Nee. Das passt so. Ja, auf geht's, ne? Bevor wir jetzt hier noch länger rum eiern und nicht in die Kontakte kommen. Sky Ranger in Position für den Einsatz. Wir empfangen ein periodisch ausgesendetes Notrufsignal und soweit wir wissen, schlagen die Aliens gegen einen Außenposten des Widerstands zurück. Es sieht nicht gut aus. Wir rücken aus, um das Gebiet so schnell wie möglich zu sichern. Neutralisieren Sie alle Feinde. Hallo. Ja, also wir müssen 6 Zivilisten retten. Das sollten wir wohl hinkriegen irgendwie, irgendwo, irgendwann. Jetzt. Damit wir wieder ein bisschen dazu kriegen. Aber hier haben wir keinen Sneak-Bonus. Hallo? Menace 1-5, Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. So. Ich denke mal, dass wir ja nicht direkt auf Aliens treffen. Deswegen gehen wir erstmal mit Timex vor. Hier sind Advent-Truppen. Oh doch. Okay.
Aber wir haben diesmal das Pech, dass wir jetzt nicht die übliche Taktik nehmen können. So. Schädel, nein, nein. Oder. Nein, machen wir mal anders. Und zwar Kettenschuss mit 73% auf den Berserker. Ja, warum trifft er nie? Schade. Überprüfe Visier. So, Justin. 100%. Nein, 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 nein. Erstmal schnelle Hände. 95%. Schöne 5. So. Dann mit der Pistole abfeuern. Schön. Und nochmal. Nochmal 3. Auf jeden Fall die Munition sparen vom Hauptgewehr. So, Falkus auf Falkenstein. Oder das. Nee. Das hat noch der Treffer. 94, das packt er doch. Willst du noch mehr? So, das haben wir erstmal gepackt. Sergio. Nirgendwo Deckung. Ja, dann von da müsstest du ihn ja sehen. Rücke aus. Was machen wir? 7 bis 9, aber nur eine 12%ige Chance. Das wäre auf jeden Fall Munition zur Ballon, aber komm, no risk, no fun. Ja, wenigstens einen. Muss besser zielen. Sie sehen mich. So. Da stirbt erstmal einer hier. Der hier? Ne, der auch noch. Klaus Meier, der arme Klausi. Wir verzeichnen schwere Verluste unter den Zivilisten, Commander. Wir müssen das beenden. Ja, Alter, es kann mal einer gefallen. Was ist los mit dir? Bleib mal locker. Also geht gar nicht. Verdammt, brauche Deckung. Okay, dann 5 Schaden? Ernsthaft? Hm. Okay. Justin. Ja, wieder 3 mit der Pistole natürlich erstmal. Ja, schön daneben. Fehlschuss. Mach das ganz normal. 3 und eine Rüstung kaputt. Abgeprallt. So, Sergio. Ja, spieß ihn mal auf. Nein! Rüstung hält Stand! Das müssen wir ernsthaft? Das ärgert mich ein bisschen gerade. Weg damit. Hätten wir mal gleich machen sollen. Wir sind die Besten. Immer. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. So, wie weit kannst du denn gehen? Mit Feldposten. Ne, geh mal dahin. Wird gemacht. Lieber mal einen retten, als einen zu verlieren. Los, weg von hier! Paula Martin ist gefallen. Ja. Ich wollte sowieso kündigen, habe ich gehört. Ich habe so ein Memo gelesen. Kein Spaß. So. Hm. Geh mal dahin. Okay, bin unterwegs. Sie müssen jetzt verschwinden. Los. So, wieder einen gerettet. Was mit Advent zu tun? Ach du heiliger Todmascher.
So. Jetzt habe ich ein Problem. Geh mal dahin. Bin unterwegs. Wie viel kann ich denn treffen? Nur ein. So, 83%. Ja. Fünf Damage. Schön. Munition verbraucht. Justin Bernstein. 13. Sieb. Ey, das ist ein Scharfschütze. Das ist keine. Also das ist gerade auf Entfernung muss er noch richtig reinhauen. Gehen wir mal dahin. Was ist da drüben? Schutz. Hier entgeht Feuerschutz. nichts. Gehen wir mal Rücke dahin. vor. Ja, Feuerschutz. Los, zeigt euch. Lina Singh. Ausgeschaltet. Nee, nee, Wir nee. verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Wurde erst markiert. Sie wollen uns Ah, war wenigstens ein, aber ja gut. Nummer 2. Panzerung getroffen. Ja, gut. Mir geht es gut. Daneben. Gut für uns, schlecht für die. Sie haben mich erwischt. 7 Schaden bei Falkos. Okay. Wir bewegen Falkos hierhin. Legen wir endlich los. Mach mal den weg. Ich hoffe, das klappt. Muss aber sein, wir müssen jetzt hier mit Timex Du warst loslegen. kein Gegner für mich. Nein, ich will die 7. Und was passiert? Überleben beide. Oh, super. Er sieht keinen. Bäh. Drehen wir mal. Da hinten. Versuchen wir es mal mit Sergio. Nehmen wir den hier. Und weg. Ziel eliminiert. Komm. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Wer schätzt hier den Baum hier? Ist das auch sicher? Das weiß ich nicht, werden wir ja sehen. 80%. Sauber. Einer erledigt, noch Tausende übrig. So, Timex. Guck mal, haben wir hier jemanden zu retten? Mundfasching ist auch wieder am Start. Nuschelalarm! Problem. Und Husten. Nachladen. Na. Geh mal hier hin. Bestätigt. So. Falkos zu Falkenstein. Erstmal eine Selbstheilung. Heilen. So, 5 dazu bekommen. Und stell ich mal hier hin. Endlich.
Und du gehst direkt dahinter. Schon unterwegs. So. Ja, wir verlieren immer mehr. Wir haben zwei gerettet, sieben sind noch da. Timmix geht hier hin. Positiv. Fangen wir zu Falkenstein. Geht dahin. Und los geht's. Ja, geh mal hier hin. Jetzt komme ich. Mal reinschauen. Ja. Spielen geht nichts. Können wir auch hier durch? Da könnten wir durch. Ja, stell dich mal hier Schon hin. unterwegs. Und geh mal dahin. Okay. So, dann mal gucken, was als nächstes passiert. So, dann wollen wir mit ihm hier rein. Lass mal dahin. Los, los, los! Autsch. 87%. 4 Schaden. Ja, Falk, was muss da rein? Ja, muss die wegmachen. Gut. Und Timex, stellen wir mal hier hin. Schon dabei. Das ist natürlich bitter, bitter, bitter. Ach du Heiliger. Drei Stück gleich. Okay. So, Justin. Nee. Wir nehmen. Was waren die sechs? Ja, machen wir doch das hier. Obwohl es ist nur einer zu sehen. Dann immer noch blitzschnelle Hände erstmal. Gucken, ob was passiert. Ja. Gucken, ob wir jetzt mit der Knarre oder mit dem Gewehr noch den restlichen Schaden machen. Wäre natürlich nett. 4 und 1. Rüstung wurde getroffen. So. Dreh dich mal. Stell was wir hier hin. Schon unterwegs. Gerettet. Und jetzt Bewegung. Waffe abfeuern. Ja, sollte passen. 4 und 1, sauber. So muss das sein. Wir müssen auch gucken, was wir als So wird's nächstes gemacht. jetzt in der letzten, also den letzten auch noch bekriegen. Wie habe ich ja noch? Gucken wir erstmal, was Sergio hinkriegt. 93%, 8 Schaden. Gut. Und er ist vergiftet. Magazine sind leer. In Rage hat er, ist er jetzt. Auch nicht schlecht. Geh mal hier. Ach, da ist noch einer. Den habe ich vergessen. Den habe ich vergessen.
Ja, 57, das musst du packen jetzt, komm. Ach, er hat noch zwei live. Noch eins. Hätte nicht sechs machen können. Ärgerlich. Sanitäter! Wow! Was geht hier vor sich? Ich glaube, wir werden jetzt einen verlieren. Ja. Wir brauchen unbedingt bessere Rüstung. Okay. Moment. Konfrontation. Auf jeden einmal ballern. Einmal weg. Ah, super. Ich hoffe, das war das letzte Alien. Bitte sehr. Danke. Ja. Dann mach ihn weg. Nachladen! Waffe geladen! Ah, kann trotzdem noch schießen. 69? Habt ihr das gesehen? Das war keine gute Mission. Eieieiei. Und noch so ein Mistviech. Wir drehen die Map und stellen uns mal hier hin. Bin unterwegs. Und gehen auf Feuerschutz. Nur 4, aber besser als gar nicht. Ich hoffe. Ja, dann haben wir jetzt Falkus verloren. Oder nicht? Oder doch? Alter, Schwein gehabt. Haben wir schon die Heilung fertig? Ja, machen wir auch. Na los, heilen! Alles klar. Falkos, auf den Kopf, 99%. Bitte lass die Mission jetzt zu Ende sein. Menes 1-5, ja. Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Menes 1-5, so. Status bestätigt. Mission erfüllt. Einer verletzt, einer gestorben. Leider Gottes, wieder mal ein Ranger und 10 Feinde getötet. 9 von 13 gerettet. Ja, war keine beste Mission. Hätte man besser machen können, besser lösen können. Aber nun gut. 88,24 Trefferquote, größter verursachter Schaden Justin Bernstein, durchschnittlicher Schaden pro Angriff 4,68. Die meisten Angriffe ausgeführt, Falkus und Falkenstein, im Schnitt getötete Feinde pro Runde 1. Am häufigsten Angriff Falkus und Falkenstein, durchschnittlicher Deckungsbonus 22,50. Am weitesten bewegt Falkus zu Falkenstein. Das war Operation Trunkener Donner. Haltet die Advent-Vergeltung auf. Haben wir geschafft. Und, ja, da fehlt einer. Ja, ich denke mal, Falkos wird auf jeden Fall ein bisschen ausfallen. Ärgerlich, aber wird richtig auf die Glocke gekriegt. Aber nun denn, so sei es halt. Wäre es einfach, wenn wir alle Einsätze makellos abschießen können. Ja, Sergeant Peña ist gefallen, 5 Einsätze, 5 Kills. Aber wir können Falkus, der ist nur verwundet, das fällt nicht so lange aus, das ist nicht schlecht. Wir befördern ihn jetzt einfach mal. Wachsamkeit ist, wenn du all deine wenn du all deine Aktionen auf die Bewegung verwendest, erhältst du am Ende der Runde einen automatischen Feuerschutzschuss. Das ist natürlich geil. Oder Wächter, bei jedem erfolgreichen Feuerschutzschuss besteht eine Chance von 50%, dass ein weiterer abgefeuert wird. Auch ist beides nicht schlecht. Weit bewegen. Aber sobald sich das bewegt. Komm, wir nehmen Wächter.
weiter. Wieder so ein bisschen was bekommen. Berserker-Autopsie. Hallo, Commander. Okay. Monatliche Vorratsbelohnung aus Nordamerika gestiegen. Einnahmen um 46 erhöht. Das kann man mal machen. So, das heißt, wir kriegen 445 Einnahmen. Das ist schon mal geil. Dann ein Tag ist die Schattenkammer fertig. So. Aber. Furien. Unsere jüngsten Folgen haben uns Mitglieder des Widerstands in Neu-Mexiko. Ja, los. Hopp. Ranger berechnet neuen Kurs. Machen wir. Ja. Aber 4 Tage wäre besser. Heerlegierung. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Weil es jetzt noch 7 Tage dauert. Übrigens gab es keinen Abzug bei Advent. Und das Widerstand hat hier Interesse aktiviert. Ne, wir gehen. Ja. Ich will das nur noch 4 Tage nutzen. Gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Einrichtung ansehen. Ich bin zwar beeindruckt, welche Fortschritte wir beim Infiltrieren des Alien-Psionik-Netzes machen, aber die Komplexität ihrer technischen Entwicklung gibt uns weiter Rätsel auf. Wie auch immer, mit den verbesserten Entschlüsselungsmöglichkeiten dieser Kammer können wir aber sicher an viel mehr Informationen gelangen als bisher erhofft. Sehr schön. Neues Ziel hinzugefügt. Untersuche die Fiole aus der Geheimeinrichtung. Neues Ziel hinzugefügt. Okay, untersuche das Codex-Hirn. Wir sind bereit und können mit der Analyse des aus der Advent-Geheimeinrichtung geborgenen Materials beginnen, Commander. Die Schattenkammer ist voll funktionsfähig und wir können ihre fortschrittlichen Entschlüsselungsmöglichkeiten zur Analyse des Codex-Artefakts nutzen, das unsere Truppen geborgen haben. Ja, nehmen wir gleich das erste. Okay. Alle Forschungsprojekte werden unterbrochen. Warte mal, was haben wir da als Forschungsprojekt? Wie lange sollte das noch dauern? Schreitet wie geplant voran. Na, 2 Tage, das nehmen wir noch mit. Dr. Shens ständige Überwachung meiner Aktivitäten nutzt sich ab. Nein, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Sondern, ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Räume frei. Haben und deinen Freiräumen helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Genau. 20 Tage. Sobald das hier fertig ist, schicken wir noch hier einen mit runter. So. Jetzt aber wirklich. Wir scannen nochmal. Dass es hier noch fertig wird, diesen Part. 3, 2. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen. Einmal kurz Text anhalten. Die Aliens machen eine klare Ansage, indem sie. So, wir können einen fortgeschrittenen Granatwerfer zu. Haben wir jetzt. Und, ja, Plasmagranate. Ich habe gerechnet, dass sich ihnen noch jemand widersetzt, der einmal einen Muton gesehen hat. So, jetzt machen wir mal. Die nächste Autopsie. Da können wir das hier überspringen, vielleicht. Diese furchterregende Kreatur, die wir Berserker nennen, ist genetisch eindeutig verwandt mit den anderen Muton-Spezies, denen wir auf dem Schlachtfeld begegnet sind. Aus bislang ungeklärten Gründen zeichnet sich diese spezielle Variante durch eine einzigartige Eigenschaft aus, die sich nur als blinde Wut beschreiben lässt. Einen Kampfdurst, wie wir ihn von keiner anderen Kreatur kennen. So. Ich möchte das mal trotzdem jetzt fertig machen. Taktisches Missionsgebiet gefunden. Okay. Commander, wir haben also durch die Schattenkammer gejagt. Dies sind die taktischen Vorhersagen für unseren nächsten Feldeinsatz. Leuchtender Becher überfallen im Advent-Konvoi.
Ja, dann starten wir den. Entdeckte Feinde sind Mutant, fortgeschrittene Offizier, Advent, Schildträger, schwerer Lanzenträger und eine Viper. Auf geht's. Setze Kurs auf die westliche USA. Okay. Wir lassen das Team auch so nicht. Obwohl, wir könnten Becker auch schon lange nicht mehr dabei gehabt. Aber wir gucken erstmal ganz kurz. Leicht verwundet. Und er wegen einem Tag? Ernsthaft? Super. Wir haben dabei Doskias, Timex und Justin und nehmen dazu noch mit Max Becker. Ja. Dann bearbeiten wir ihn mal schnell. Da kommt rein. Vergiften oder? Ah, komm, nehmen das mit der Vergiften mit. Finde ich ganz nett. Doskias muss auch was anderes mitkriegen. Nein. Medikit natürlich. Sturmgewehr nicht, dann ist das Magnetgewehr. Zielsicherheit, ja. Ja, und dann, ich vergesse die Waffen abzugraden. Ja, muss ich auch noch machen. Aber das machen wir im nächsten Part. Ranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Hoffe ich. Widerstandskräfte haben einen Advent-Konvoi in der Region ausgeschaltet und uns mitgeteilt, dass wir uns holen können, was wir wollen. Das ist die perfekte Gelegenheit, an feindliche Ausrüstung zu kommen. Wir müssen allerdings das Gebiet sichern und alle Feinde vor Ort ausschalten, wenn wir irgendwas von Wert dort rausschaffen wollen. Ja, was soll man kriegen? So. 1-5, der lahmgelegte Advent-Konvoi ist direkt voraus. Angreifen und alle Feinde ausschalten. Machen wir auch, aber im nächsten Part, wenn es euch gefallen haben sollte, lasst ein Däumchen da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Mein Name ist Atomum. Haut rein, Leute!